So, willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Need for Speed Rivals. Bei mir ist es jetzt inzwischen 2 Monate her, wenn nicht sogar noch länger, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Mir waren einfach andere Let's Plays zwischendurch wichtiger. Und deswegen ist es eigentlich genau das der Grund. Also es mussten jetzt viele Leute ein bisschen warten, ja. Genau das ist der Grund, weswegen ich eigentlich ein Let's Play nicht immer dann so sukzessive hochlade, wenn ich mal wieder was fertig habe, sondern es eigentlich erst durchspiele, damit eben so eine Durststrecken nicht sind. So, jetzt machen wir einfach mal weiter. So, wir müssen 3 Schnelleinsätze, Kamera auslösen und 7 Treffer. Okay, Schnelleinsätze. Gold, da könnten wir ja Dinge nehmen. Ich versuche mich wieder zu erinnern. Dinge nehmen, die wir schon erledigt haben. Das heißt, wir suchen uns einen Schnelleinsatz. Und zwar einen relativ simplen. Den hier zum Beispiel. Das sollte eigentlich zählen. Das Verfahren. Ja, es bot doch direkt vor meinem Kühler ein Auto. Spitze Idee. Ist. Hä? Wo soll ich denn hin? So. Ach so, ich habe ja schon ein paar. Ach, guck mal. Racer Farbe, die 2 von 5. Muss jetzt also nur noch Racer verhaften. Ah, Ende war's. So, Karte. Ach, Escape war's.
So, ich brauche mal hier noch. Hot Pursuits, genau. Gib mir mal einen Hot Pursuit. Ich muss ein paar Racer verhaften. Ist das was Schwieriges? Nö. Achso, falls ihr übrigens, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, aber ich kann es nochmal erwähnen, falls ihr übrigens an einigen Stellen im Video nur noch hört, statt einen vernünftigen Ton, insbesondere statt einem vernünftigen Lied, dann liegt es daran, dass YouTube mir zu verstehen gab, dass bei diesem Stück Lied die Urheberrechte so scharf sind, dass das Video in einigen Ländern und Bereichen gesperrt wird, wenn ich das Lied hier weiterhin drin lasse. Also nicht, dass ich es nicht monetarisieren kann, sondern dass das Video dann auch nicht aufrufbar ist. So, und dann tue ich halt die Funktion von YouTube nutzen, dass dieser Titel stumm geschaltet wird, aber eben nur dieser. Damit man möglichst noch von der restlichen Musik was hört, über die ich jetzt gerade einwandfrei rüber sabbel. Ich weiß, dennoch, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ja. Und ja, ich weiß, das kann sich ändern. In einem Jahr ist ein anderer der rechte Inhaber von dem Lied und der hat wieder eine ganz andere Auffassung davon. Ist mir vollkommen klar. Deswegen gucke ich da auch regelmäßig durch, also so zweimal im Jahr auf jeden Fall. Gucke ich alle Videos an, ob sich da irgendwas geändert hat. Wenn ja, wird es korrigiert und wenn nein, dann ist alles gut. Ich krieg noch. Mist. Okay, der ist weg. So. Nein. Ach, muss die Welt neu starten.
Na, dann fahren wir noch zu der Tanke. Wo ist denn hier eine Tanke? Also hier auf dem Haufen. Da. Wo ist sie denn? Ach, hier. So. Und was ist denn das hier? Nee. Ich brauche noch ein bisschen Kohle, weil das ist ein Jäger. Ein Jäger! Machen wir doch einfach mal den. Erstmal durch die Tanke. So, hier ist es. Aufgabe abgeschlossen. Warum? Die Pferde oder noch? Ach so, das war das Rennen, wo immer alles Mögliche nicht geht. Na gut, aber jetzt steht hier, betritt ein Kommandoposten, das machen wir auch einfach noch. GPS, nächster Kommandoposten. Sehr gut. So, jetzt fahren wir durch die Tanke, um uns zu reparieren, auch wenn das jetzt nicht viel bringt. Weil man lädt uns wieder vollständig auf. Und hier sind Kommandoposten, das trifft sich doch sehr gut. Und Rinder.
Ein Veyron. Natürlich, der durfte ja nicht fehlen. Eine Ehe, keine Ehre unter Dieben. Wie schön. Wir haben drei bekannte Partner von Zephyr identifiziert. Sie nutzen verschlüsselten Funk. Bei jedem Kontakt senden sie Signale. Sind die Funkgeräte aktiv, erscheinen sie auf der Karte. Du musst sie dir dann schnappen, sonst sind die Funkgeräte nutzlos. Fängst du ihre Kommunikation ab, können wir den Code knacken und Zephyr finden. Unser Ziel war es, das Racer-Netzwerk zu zerschlagen. Sie dachten, im Team wären sie stärker. Aber im Endeffekt hat es sie nur verwundbarer gemacht. Ihre Stärke war ihre Anonymität. Die haben wir ihnen genommen. Wir haben sie zusammengetrieben, wie ein Wolfsrudel, um sie einfacher zu kriegen. Jetzt ist es Zeit, sie uns zu holen. Wir kommen näher. Gold bei 3-3 Sterne-Events. Nee. Das ist der Anfang vom Ende. Lass mich raten. Gold bei 3-3 Sterne-Events. So ein Zufall. So, Wagenauswahl. Was haben wir denn hier? So, wir fahren den Event Door. 3-8. 10, nee Quatsch, 8, 3, 10, 1. Nee, ich bleib bei dem. So, Verfolgungstechnologie, wir sind jetzt dazugekommen. Wo ist ein EFS hier? Level 4 im Besitz. Straßensperren. Schockramme. Nagelband. Nö. Brauchen wir alles nicht. Gut, also drei. Dreier-Events. Was haben wir denn hier? Achso, das ist ein Checkpoint. Einzelner. Okay, machen wir es mal anders. Machen wir mal schnell Einsätze. Den habe ich schon mal geschafft. Den können wir machen. Was ist das hier? Den habe ich noch nicht geschafft. Dann versuchen wir doch den mal. Vielleicht bin ich ja jetzt aufgrund der Pause besser geworden. Ich weiß.
Danke, dass du rübergezogen bist, du Sack. Zweieinhalb. Mhm, danke. Gold kann ich diesmal abschminken. 3 Sekunden, danke. Okay, könnte ich aber hinkriegen. Erwischt. Sehr gut. Dann, das war doch schön. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen und wir machen die restlichen 2 Events. Vielleicht gehen die auch so schnell im nächsten Video. Bis gleich. Tschüss.